Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia. Und wir haben einen schönen Whisky-Deal vor uns. Ah, wir werden erwartet, ja. Wir haben einen richtig schönen Whisky-Deal vor uns. Die warten ganz oben auf uns. Müssen wir jetzt mal hinlatschen. Ja, nehmen wir mal die Treppe hier. Hätten wir schon vorher machen können. Ah, da sind die. Hallo Bill. Schön, dich wiederzusehen. Hi Pauli. Das hier sind meine Partner und gute Kumpels. Haben auch eine Schwäche für guten Whisky. Und eure ist gut. Das stimmt, er ist gut. Die Hauptsache ist, dass Don Salieri ihn auch mag. Schließlich finanziert er den ganzen Handel. Hier ist eure Bezahlung für die erste Ware. Richtet Mr. Salieri meine Grüße aus. Mit Leuten wie ihm mache ich immer gerne Geschäfte. Das glaube ich, Bill. Vielleicht ist das euer Glückstreffer. Wenn die kleine Lieferung gut für uns läuft, bestellen wir beim nächsten Mal eine Menge mehr. In Deckung! Was ist los? Verdammt, wer sind die? Feuer! Tötet die Schweine! Mist! Und los geht's! Oh, schön. Platt gemacht. Oh, oh, oh. Boah, der hat eine... Boah, hast du gesehen, was er hat? Der hat eine Schrotflinte in der Hand. Wow. Alles klar. Den ganzen Shit hier erstmal überlebt. Eine schöne Knarre hier. Nehmen wir natürlich mit. So, platt. So. Auch noch einer. Boah, nette Flinte. Ne, abgesägte Schrotflinte, so war das. Uff. Feigling. Hau doch mal ab da. Da muss, glaube ich, noch einer sein. Oder ist er abgehauen? Oh, der Laden fliegt gleich in die Luft. Ja, du stehst da ziemlich ungünstig. Ja, super, lass dich ja von allem hitten. Was? Ist da noch wer? Zeig dich, du Feigling. Ich komm nicht durch. Och komm. Och, in.
Jetzt ernsthaft? Aha. Gut, dann müssen wir einmal rumlaufen. Gut, die nehme ich mal mit. Ja, lol! Bill ist erledigt. Der wird kein Millionär mehr. Fuck. Was zum Teufel war das, Pauli? Wer waren diese Typen? Wie soll ich das wissen? Okay, okay. Wir können hier nicht rumstehen, bis noch mehr von den Typen auftauchen. Holen wir den Laster und hauen ab. Tom, du fährst. Ich folge dir in einem der anderen Autos. Gut. Jetzt haben wir für Lau den Laster. Allerdings, Nachschub ist dann, glaube ich, eher irgendwie nicht so möglich. Okay. Hier jetzt durchzukommen, ist jetzt natürlich auch eine Kunst. So. Vorsichtig, bloß nichts kaputt machen. So, der große Deal. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das nicht so einfach wird. Und da höre ich es schon. Da wird schon auf unseren guten Stoff geballert. So, oh, dahin siehst du schon die drei, die zwei Fahrzeuge. Ey, das wird richtig scheiße. Vielleicht kommen sie uns gar nicht hinterher, aber ich glaube doch. No! Lol. Oh, guck mal, wie der da angeschossen kommt. Okay, der ist außer Kontrolle geraten. Aber der kommt jetzt. Anscheinend nicht. Vielleicht sind wir auch noch schnell genug. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, gut, Munition habe ich genug. Das sollte kein Problem sein. Nur noch geradeaus. Bloß keine Bullen hier gerade. Oh, da kommen sie. Guck, wie er da angeschossen kommt. Lol, wie er den Bullen da umgehauen hat. Mein Gott. Mein Gott, Vorsicht! Oh mein Gott. Wie die alle hier am Rumfahren sind. Haben uns die Bullen vom Hals gehalten. Wunderbar. So, der pfeift jetzt erstmal eine Runde. Guck mal kurz aufs Radar. Wow. Oh mein Gott! Der ist volle Pulle. In die Straßenbahn gefahren. Krass. Ich schlag dich zu Brei. Sieht aus, als wäre Morelle uns mal wieder in die Quere gekommen, Boss. Wir können das Pech offenbar nicht abschütteln. Jungs, ihr werdet es nicht glauben, aber diesmal ist es andersherum.
Der Einzige, der dieses Mal Pech hatte, war Morello. Was? Ich habe herausgefunden, wer unser Mr. Gates war. Und? Gates kam gar nicht wirklich aus Kentucky. Er war ein kleiner Dieb, der Morellos Ware geklaut hat und sie an uns weiterverkaufen wollte. Morello weiß nicht, dass er uns einen Deal versaut hat. Er glaubt, dass wir eine Ladung seines teuersten Whiskys geklaut haben. Ich wette, der Bastard ist jetzt glücklich. Unglaublich. Also war Bill nicht mehr als ein gerissener Gauner, der andere Gauner bestiehlt. Na, das ist ja nochmal gut gegangen. Darauf trinken wir. Auf einen weiteren Erfolg, Jungs. Salute. Und das Ende der Prohibition 33. Das haben Sie wohl auch nicht gerade gefeiert, hä? Das Ende der guten alten Tage. Ja, nicht gefeiert, aber es war nicht nur schlecht. Sarah und ich konnten endlich heiraten und wir bekamen eine Tochter. Es war eine gute Zeit. Aber die Geschäfte gingen weiter. Während der Prohibition hatten wir einen Haufen Geld verdient, das wir jetzt in andere Deals investierten. Viele von denen waren legal. Wir hatten reguläre Unternehmen wie Bau- und Transportfirmen, Restaurants. Wir leiteten Gewerkschaften. Und natürlich gab es das Glücksspiel, die Wetten, die Lotterien. Es ging uns eigentlich wirklich gut. Wir versuchten, die Finger von Drogen zu lassen, auch wenn das nicht immer einfach war. Kommen Sie, Geschäft ist Geschäft, oder? Da liegen Sie völlig falsch. Die Cosa Nostra ist nicht wie die Japaner oder Chinesen. Drogen bringen vielleicht eine Menge Kohle. Mit Drogen kommt das ganz große Geld, aber noch größere Probleme. Wenn jemand wegen Drogen ein Problem mit der Polizei kriegt, kann er nur eins tun, es zugeben. Sonst schnappt ihn seine Familie und macht ihn kalt. Drogen sind tabu. Ja, klar. Gibt es so etwas wie ein hohes Tier, das darüber urteilt? Sowas in der Art. Die führenden Familien wählen einen obersten Chef. Die kümmern sich um die großen Probleme und stellen die Spielregeln auf. Also haben Kriminelle ihre eigenen Gerichte, die Gesetze machen und Urteile fällen? Das ist ja großartig. Gesetze sind nicht unabänderliche heilige Worte. Jedes Land der Welt hat seine eigenen. Es muss nur jemand mit einer Menge Macht seinen eigenen Willen durchsetzen. Es hängt von dem Menschen ab, ob sie ihm blind gehorchen oder tun, was sie selbst wollen. Warum sollte sich der Don einschränken? Die Mafia hat die Prohibition mit ihren eigenen Gesetzen überstanden. Eine Handvoll armer, ungebildeter Einwanderer aus Sizilien war stärker als das Gesetz, die Gerichte und die Polizei hier in den Staaten. Das erforderte großen Einsatz. Was mit Morden? Mit dem Leiden, das sie verursacht haben? Kommen Sie, glauben Sie, dass die Mafia nur unschuldige Menschen umbringt? Die Mafia bestraft diejenigen, die Gesetze brechen. Und die Mehrzahl ihrer Gesetze auch. Leider können wir niemanden ins Gefängnis stecken oder Bußgelder kassieren. Jeder, der kommt und für uns arbeitet, weiß, was ihn erwartet, wenn er das Gesetz bricht. Menschen lügen und stehlen. Und es gibt jede Menge Ganoven, die sich etwas darauf einbilden, dass sie die Mafia bestohlen haben. Genau wie die Mafiosi, die sich darüber freuen, dass sie den Staat übers Ohr gehauen haben. Und was ist mit all den Bestechungen, Raubzügen und Überfällen, hä? Hey, die Bullen sind auch keine Heiligen. Kein Don schickt seine Männer los, um Leute zu erschrecken. Und was die Leute für sich tun, geht uns nichts an. Und die Bestechungen? Die meisten Leute kommen von allein zum Don und bitten um Rat und Hilfe. Und sie zahlen gerne dafür. Der Don ist eine geachtete Persönlichkeit. Aber nicht jeder Don ist wie Don Salieri. Das ist die Wahrheit. Na bitte. Ihr System funktioniert, aber wissen Sie warum? Weil ihr eine Bande selbstsüchtiger Mörder seid, die nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist. All der Einsatz nur, damit ihr wie die Schweine in der Scheiße leben könnt. Deshalb seid ihr so erfolgreich. Ihr kümmert euch nur um euresgleichen. Wir kümmern uns um alle. Ein paar Bullen müssen Recht und Ordnung für alle schützen und das ist ein viel härterer Job. Das ist wahr, aber der Don braucht ihren Schutz ganz sicher nicht. Er kann selbst auf sich aufpassen. Und was ist mit Ihnen? Warum sitzen wir hier? Bon Appetit. You.
Ah, Tommy. Gut, dass du da bist. Ich hatte schon Angst, dich zu verpassen. Hey, Boss. Was ist los? Da ist etwas, auf das ich mich schon die ganze Woche freue. Ich gehe zum Lunch in Pepes Restaurant. Aber mein Leibwächter hat sich krank gemeldet. Und niemand ist da, der mich hinbringen könnte. Und ich gehe nicht gern allein zu solchen Anlässen. Du bringst mich hin, oder nicht? Natürlich, Boss. Bravo. Machen wir uns auf den Weg. Ich bin schon verdammt hungrig. Bist du bewaffnet, Tommy? Ja, bin ich, Boss. Glauben Sie, es ist nötig? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wir gehen besser auf Nummer sicher. Du weißt ja, wie das ist. Wir nehmen meinen Wagen. Oh yeah, fahr Salieri zum Mittagessen zu Pepes Restaurant. Das werden wir machen, aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.